Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Far Cry 5. Heute werden wir wahrscheinlich das Anwesen des Vaters stürmen und ihn zerlegen. Lass mich kurz überlegen, warte mal. Wo ist es überhaupt? Ist es das? Wo alles begann? Das hier ist es schon, okay. Der Vater hat dich zu einem finalen Showdown zu sich hergerufen. Okay, wir porten uns mal eben ein Stück in die Nähe. Was haben wir denn hier? Bewaffneter Konvoi. Wir haben ja noch überall Zeug, das wir noch nicht gemacht haben. Klar, wir sind ja auch jetzt erstmal Richtung Hauptstory gegangen. Ich porte mich jetzt einfach mal hier in die Nähe, hier drüben hin. Und werde dann hinblubbern. Und dann sehen wir mal, ob das jetzt tatsächlich direkt diesen Endfight gibt oder ob das erstmal noch eine Vorstufe ist zu etwas anderem. Wir sind gespannt. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Jacob, du bist so ein guter Kerl gewesen. Ja. Nein. Nein. Hört auf mit der Musik, verschissel. So, da drüben sind wir. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo wir... Was ist denn jetzt da hinten? Was waren da jetzt 80 Kilometer entfernt? Was war da jetzt, bitteschön? Keine Ahnung. Ist hier irgendwo ein Bötchen vielleicht? Außer das, was da gerade fährt. Ist das von Feinden? Ist das von uns? Ah, sehr gut. Dann, ich würde sagen, holen wir uns einfach, oder? Ja, holen wir uns einfach das Teil, bevor es hier an uns vorbei tuckert. Stehen geblieben, Männer. Ich muss hier mal was konfiszieren. Hey. Wartet kurz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fahrt auf mich zu. Ich fahre voll gegen den. Oh. Nö! Oh, verarscht mich nicht. Ja, das ist echt kranker Scheiß. Das ist doch jetzt wirklich ein. Das ist doch ein Scherz, oder? Das ist doch jetzt echt ein verschissener Scherz. Kann ich hier wieder einsteigen? Wie ging das gerade eben? Eben ging es doch, hä? Ah. Komm, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. So. Ich war das. Ich will mit eurem verschissenen Boot fahren. Sag mal, kann ich bitte mal einsteigen? Ah, jetzt. Eintreten. Ich muss... Jetzt geht's. Danke. Und... Ab dafür. Ja. Man darf gespannt sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon so schnell ging, oder? Ich meine, die drei waren jetzt echt schnell down. Man hat wirklich nicht viel machen müssen, um jeden Einzelnen eben zu zerlegen, was ich fast schon ein bisschen schade finde. Ich meine, in Bezug auf das, auf diese Videoreihe hier ist es gar nicht so übel, weil es sich natürlich jetzt nicht 80 Jahre hinzieht, klar. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das ja auch aus der Sicht eines Spielenden. Und da habe ich natürlich schon gerne Content, der lange und ausgewogen ist. Also ich spiele natürlich so lange wie möglich. Oder so, ich spiele so gerne wie möglich, so lange wie, so, ja, lange an einem Spiel halt. Ist immer kacke, wenn ein Spiel so schnell vorbeigeht. Na, wir gucken mal. Ich kann jetzt hier gerade nichts ziehen. Ich kann keine Waffe ziehen. Okay. Als der Schlamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren im Namen Gottes. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Und ich mache dasselbe mit deiner. Ach, laber nicht, hopp. Dir hat alle befallen? Aber Gott beobachtet uns. Er wird uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten. Ich sagte doch, wir leben in einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Deine Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Zahllose Menschen sind gestorben und du bist schuld. Die Welt steht in Flammen und du bist schuld. War es das wert? Wirklich? Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Als du zum ersten Mal hier warst,
gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder. Und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde. Und gehst in Frieden. Geh in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Und bedenke, Gott beobachtet dich. Wow, shit. Das ist jetzt echt schwierig. Ich meine, so natürlich würde ich schon. Ich würde mich schon für den Widerstand entscheiden, auf jeden Fall. Aber mich würde es interessieren, was passiert, wenn ich weggehe. Bei dieser einen Mission, wo ich am Schluss diesen einen Knilch erschossen habe, da habt ihr mir dann geschrieben, es war richtig. Also man kann nur in diese eine Richtung gehen, aber hier ist es ganz eindeutig, dass man zwei Wege hat. Soll ich mal auf Weggehen drücken? Ich weiß nicht, wie das mit den Speicherständen funktioniert. Ich will Widerstand leisten im Endeffekt. Ich weiß noch nicht, ob ich dann wieder zurück kann, um dann auch mal weggehen zu testen, aber ich setze jetzt trotzdem, ich mache jetzt Widerstand. Jede Kränkung. Jede Ungerechtigkeit. Jede Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezon. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlucken. Und der Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Die Sonne ward schwarz und der Mond... Oh shit. Ich hoffe, dass ich unsere Leute noch irgendwie retten kann, aber ich glaube es irgendwie nicht. Scheiße. Und jetzt muss ich die umbringen? Das ist ja mal super, doch. Alles super. Okay, das ist echt sehr krepelig gemacht. Wirklich sehr, 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 sehr krepelig. Achso, warte. Ich muss sie wiederbeleben. Okay, dann ist es cool. Ich hab keine Reckung. Shit. Hör mal auf. Schnell, my girl. Ja, die helfen mir, oh mein Gott. Nice. Jetzt bist du da, Bangert. Jetzt bist du mein Freund. Was ist der andere? Er ist ja direkt hier. Ich dachte, er wäre da drüben. Komm. Ah, schnell. Fräulein. Man helfe mir. Nice. Ah, er gilt als aufgehoben. Okay. So, du auch, mein kleiner Zachary. Ja, komm her. So. Ja. Aber wie? Wo? Warum? Wo muss ich jetzt hin? Alter. Das war irre. Aber ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Ja. Ich habe dir jede Chance gegeben. Und du hast sie weggeworfen. Wo ist denn das Ding? Ah. Erkennst du das denn nicht? Sehr gut. Wir können sie also alle retten. Hoffe ich doch. Beziehungsweise vielleicht soll man aber auch glauben, man könnte sie alle retten. Und dann geht's doch nicht. Das wäre sehr, sehr kacke. Ich bin so jemand, der praktisch das Wohl dann aller... Ich will, dass alles wieder cool ist und so. Oh, Schissel. Ich sag bloß, die können... Doch, er hebt mich auf. Sehr gut. Ist die Frau jetzt auch auf unserer Seite? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, in der Theorie habe ich jetzt ja unendlich viel Life, weil sie mich andauernd aufheben können. Ne? Hebt sie mich auch auf? Wenn die Leute sie töten... hallo? Kinderlein? Danke. Immer schön den Vati aufheben, gell? Sonst geht's nicht weiter. Oh, hat der eine zurückgeholt? Ja, komm hier. Kriegst du mal einen Takedown in die Fresse gekloppt. So.
Den vollen Zorn des Herrn. Da lache ich mich doch kaputt, mein Freund. Wo ist denn der, wo ist ein anderer Freund? Ah, da hinten. Wer ist das? Irgendein Ass? Ah, die Blonde, okay. Ich kann sie gerade nicht genau zuordnen, ich weiß nicht. Sag mal, musst du die jedes Mal legen, du Sack? Komm her. So, 7-7. Euer jämmerlicher Haufen wird im Sturm vergehen. It's time. The Father Joseph is falling down. Batsch! Hab ich ihm gerade den Arm abgeschossen? Oh fuck, fuck, fuck! Ah, da ist dieser komische Kerl. Au. Leute, ihr müsst mal richtig rangehen. Das Dumme ist, okay, ich lieg jetzt gleich. Ich versuche schnell ein paar aufzuheben. Wir müssen den Raketenverein hier da wegkriegen. Wir hatten das Teil in der Hand. Das ist ein verrückter Wahnsinn, der da. Ach, da, natürlich, natürlich er, weil klar. Der Herky Berky, ist doch klar, logisch, logisch. Hallo. Nein. Oh shit, da haben sie mich geboxt. Komm schon. Schnell. Ja, heb mich wieder auf. Hallo? Wichtig, ich glaube irgendwie, dass er die zurückholen kann, dass er sich die auch wieder snacken kann, die Leute. Leute, hallo? Ja, na also. 8 von 12, ich meine, wir hatten eben 9. Au. Ich muss ultramäßig nachladen erstmal. Ach. Komm schon, schnell. Das ist halt echt hart. Ich habe keine Medipacks und sowas. Ich muss grundsätzlich sterben und dann eben auf die Aufhebung warten. Ich hoffe, es macht jetzt jemand. Ah, sie ist sehr gut. 8 von 12, okay. Wir kriegen halt von zu vielen, zu hart auf die Fresse, zu schnell. So, wir heben jetzt Patricia auf. Zack. Herc haben wir schon auf unserer Seite, ne? Ja. Dann haben wir hier noch. So, wer ist das hier? Alter. Schon wieder Patricia? Okay. Und die hatten wir doch eigentlich schon. Haben wir die nicht schon längst auf unserer Seite? Ah, die hat generell Hilfe gebraucht, okay. Wo ist denn jetzt? Wo ist dieser andere? Da drüben. Ey, dich hatte ich doch gerade eben schon, du Nudel. Und mich verjuckle. So, bye bye, Depp. Wo ist er denn? Weiß ich, soll ihm glauben. Ich glaube, es gibt ein ganz ekliges Erwachen irgendwie. Oder. Ich wollte ihn killen, wollt ihr mich verarschen? Ach komm. Vergib ihn, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Als der Schlamm das 7. Siegel aufbrach. Wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die 7 Engel und sie erhielten 7 Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebte. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den 7 Engeln zu. Geht eurer Wege und gießt die 7 Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus. Oh, shit. Es ist vollbracht, Kind. Oh mein Gott. Amen. Oh mein Gott. Sing Grace. Oh, ist ganz schön nah. Shit. How sweet. Oh shit! Er hat einfach eine Atombombe gezündet. Ziemlich, ziemlich nah. Verdammte Scheiße! Siehst du das? Wo auch immer du bist, komm in den verdammten Bunker!
Okay, aber erst Dose werfen. Shit. Die Alte. Das ist wirklich sehr krass. Oh fuck. Noch eine. Oh Gott, das will den Fahrzeug auf die zu. Oh, scheiße. Oh fuck. Boah, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich habe schon mit irgendwas Krassem gerechnet, aber... Oh fuck. Aber ich dachte, es ist irgendwas... Also nicht sowas. Nicht sowas weitreichendes. Schon eher in so einem kleinen Ding hier. Ach du Kacke, ey. Und die Mucke läuft. Ja, sehr schön. Aber die ist schön... Die ist schön beiläufig. Was ausweichen ist auch nichts. Und die sind alle da hinten drin hocken. Und rumwackeln, wenn ich fahre. Oh, fuck. Ist auch Autolenkung dabei? Nee, jetzt ist die Autolenkung nicht dabei. Shit, shit, shit. Wisst ihr, wenn man nach hinten guckt? Oh, fuck, ey. Das, unser Glas ist kaputt. Also wenn die Tiere schon einfach Feuer fangen, dann können wir nicht meinen, dass wir hier in dem Auto irgendwie sicher sind. Das lenk, lenk, lenk. Ich lenk doch schon wie ihr wollt. Oh, shit. Oh, fuck. Together forever. Alter, okay, das ist jetzt ein Video. Ha. Oh. Und natürlich fehlt Mr. Joseph. Shit. Er trägt uns zum Dutch. Oh, sag bloß, der Dutch war all die Jahre irgendwie er oder so verdeckt. Leute, das ist der Mindfuck des Jahrhunderts. Ah, okay, ne, da liegt er. Aber er sieht irgendwie tot aus. Du weißt, was das bedeutet. Ha. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Die ganze Welt? Ich dachte nur dort. What the fuck? Aber vor allem... bedeutet es, ich hatte recht. Der Kollaps ist gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Du bist meine Familie. Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Ich bin dein Vater. Und du bist mein Kind. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von Eden. Oh.
Oh, das ist echt. Wow. Okay, soweit, so gut. Nach oben, nach unten scrollen. Bezüglich der Musik werde ich jetzt hier nicht einfach volle Pulle den Kram laufen lassen können. Ich drücke mal auf Überspringen, auch wenn es mir echt leid tut. Die Leute sind alle sehr wichtig, aber die Musik ist so krass, ich muss sie einfach übersprechen. Komm schon. Wow. Fortsetzen. Das heißt, das war die Mission, das war der Weg, der falsch war. Also so, ne? Mehr oder weniger. Wartet mal, wir gucken jetzt weiter. Also in der Theorie. Müssen wir jetzt wieder vor der Mission sein, ne? Hallo? Hä? Lesen wir nicht. Das war's. Es ist jetzt einfach fertig. Okay, wow. Und dann sind wir aus dem Bunker wieder raus? Also ich meine, dann... Hä? Warte mal. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ob das wahre Ende ist? Keine Ahnung. Wäre nach dem Text, den ich jetzt halt überspringen musste, was gekommen? Was wäre passiert, wenn wir weggegangen wären? Ich versuche mal kurz, ob wir hier in irgendeiner Form laden können. Es gibt ja nur Fortsetzen. Das war's jetzt echt? Wow. Ja, das war also das Ende. Ich werde mal gucken, ob ich trotzdem jetzt irgendwie zurück kann und neu laden kann, dass wir die andere Richtung praktisch noch testen können. Aber so an sich bin ich jetzt doch erstmal, ich hänge irgendwie in der Luft. Also jetzt nicht nur hier im Spiel, sondern auch im Leben. Das ist ein sehr merkwürdiges Ende. Naja, dann ich beende jetzt hier einfach mal und guck dann mal kurz mich so ein bisschen um, ob ich irgendwie laden kann. Und informiere mich etwas, ob man da noch irgendwas machen kann. Ja. Also dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.